Kreuzweg von Plinio Correa de Oliveira. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Alles, ja, absolut alles. Selbst die Schmach müssen wir erleiden, aus Liebe zu Gott und zur Rettung der Seelen. Und da ist der Beweis. Der durchaus Reine wurde seiner Kleider beraubt und die Unreinen verhöhnten ihn in seiner Reinheit. Und unser Herr widerstand dem Spott der Unreinheit. Scheint es nicht unbedeutsam, dem Hohn zu widerstehen, wer doch schon so vielen Martern widerstanden hat? Dennoch war auch diese Lehre noch nötig. Wegen der Verachtung einer Magd hat Petrus seinen Herrn verleugnet. Wie viele Menschen werden Christus verlassen haben, aus Furcht vor Lächerlichkeit? Denn wenn es Menschen gibt, die in den Krieg ziehen und sich Schüssen und dem Tod aussetzen, nur um nicht als Feiglinge verspottet zu werden, ist es nicht wahr, dass gewisse Menschen mehr Angst vor einem Lächeln haben, als vor allem anderen? Der göttliche Meister trotzte dem Spott. Damit lehrte er uns, dass es nichts Lächerliches gibt, wenn man auf dem Pfade der Tugend und des Guten ist. Lehre mich, o Herr, die Majestät deines Antlitzes wiederzuspiegeln und die Kraft deiner Standhaftigkeit, wenn die Bösen gegen mich die Waffe des Spottes gebrauchen wollen.